Herzlich willkommen, liebe Leute, zum neuen Part von Let's Play Animal Crossing New Horizon. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zum neuen Part heute. Wir werden heute zum einen noch, bevor es das... Nein, wir werden nicht das Ding wegbauen. Das war eine Sache, die ich nicht vorhatte zu tun. Jetzt ist ja wieder perfekt hier. Ah, ja, ja, was wir aus dem Fahrt machen werden. Und ja, der Part heute ist tatsächlich auf dem Freitag und nicht vom Samstag. Denn unter anderem wollte ich den Newton noch ansprechen, bevor er es wegbegibt. Nämlich ist das der gute Gerd. Hallo Gerd. David. Ja, David, sagst du? Ein wirklich hübscher Name. Oh, ach so, es heißt übrigens Gerd. Wie ich hörte, hat mein guter Freund Nepp hier einen Laden eröffnet. Da wollte ich mal kurz vorbeischauen. Nepp hat mir erzählt, dass diese Insel vor deiner Ankunft verlassen war. Mir aufregend. Dumm ist dieser erst einmal jede Menge Unkraut ernten. Nun wartet die Insel bloß darauf, von dir behackt und wunderhübsch gestaltet zu werden. Ich möchte dir mit meinen seltenen Blumensamen und Büssen helfen, ein kleines Paradies zu schaffen. Büsse? Ganz Reste Büsse, die im Gartenbau leider viel zu häufig untersetzten Gewächse. Büsse sind wie kleine Bäume. Ja, es weiß, was das ist. Übrigens habe ich gerade ein wunderschönes Angebot. Glücklicherweise hat sie gerade Blütezeit, also kann sie ihre volle Pracht sofort genießen. Nun denn, es war eine Freude, dich kennengelernt zu haben. Auf bald. Ja, dann schau doch mal was, zeig doch mal, was du ein Angebot hast. Schön, dich wieder zu sehen. Was kann ich für dich tun? Unkraut kann ich ja einen Typen auch. Oh, Digga, es verkauft Unkraut an den und zwar heftig viel. Okay, was haben wir denn alles so schön? Ein paar so Sachen, Rotzwiebel. Ich bin jetzt Osterlilien, kauf mal was. Ich bin jetzt kein so ein großer Gartenfan. Aber ich kaufe davon einfach mal 5 Stück. Das machen wir jetzt einfach mal. Oh, muss ich erstmal ein bisschen Sternis holen. Ach, dann verkaufen wir mal ein bisschen Unkraut jetzt an dieser Stelle. Fangen wir nochmal damit an. Also ich hab's nur noch ständig, aber die sind glaube ich alle noch auf der Bank von der Hauseinzahlung vom letzten Part. Muss gleich mal schauen, dass ich die ständig da wieder raushole. Ach ja, moin. Ich wusste gar nicht mal, dass dieser Mutti überhaupt geht, dass man hier leichter Sex bekommen kann. Das ist so cool. Eigentlich braucht er ein bisschen Unkraut, ne Mist. Ich nehme mal... Ja... Gibt es ja überall mal 3 von den 99er Dingern und schau doch mal, wie viel Geld wir von so einem Kraut bekommen. Vielleicht werden wir zerreißtes Unkraut. Das wäre cool. Vor allem jeder, so wenn ich mir gerade denke, dass man einfach fürs Unkraut Reis werden kann. Also das wäre so ein... Ah, bin ich das Blumen gelaufen. So ein Scheiß. Scheiße, aber das wäre doch eine mega coole Sache. Und wenn ich mir denke, dass man das Unkraut Reis werden kann, ey, das wäre es erst. So, Unkraut gefällig. Oh, David. Möchtest du mir vielleicht etwas von deinem Unkraut verkaufen? Ich kenne das Dilemma. Eigentlich möchte man nur etwas pflanzen, ruft dann aber stundenlang herum. Du sagst es. Es wirst du verstehen uns. Aber das Gärtnern soll dir eine Freude bereiten, David. Deshalb biete ich dir hier und jetzt an, dir ein Unkraut zu einem unsagbaren Preis abzukaufen. Und zahlst du dich direkt verdoppelt, ist sogar den Betrag, den dir Nap und Snap zahlen würden. Du bekommst dann von mir 20 Sterne pro Bussel. Ja, Sterne, das passt doch. Na gut. Ja, bla bla bla. Schauen wir doch mal. Schauen wir einfach mal nach. Auf jeden Fall, das bringt Kohle. Boah, ja. Ja, es verkauft man rechtes Unkraut ist auch noch, aber Unkraut gibt es immer so viel. Das ist ja Wahnsinn. Ach nein, verdammt. Ich könnte natürlich noch zu einer Insel gehen und sagen, ja, es ist total viel Unkraut, weg jeden und was dann alles dazu verkaufen. Könnte ich es machen? Oder kann man das Unkraut einsammeln, was hier rumliegt? Könnte ich es machen? Habe es aber, ja, das frisst mir alle wieder viel zu viel Zeit. Deshalb, sollen wir stattdessen mal, ich wollte eigentlich nicht das Licht da ausmachen. Das ist die beiden Büssel Unkraut. Ja, komm, die beiden Büssel Unkraut nehmen wir es nochmal. Unkraut ist auch relativ schnell wieder eingesammelt, also das ist definitiv kein Problem. Soweit.
Das macht halt so ein Kohle, man hat das Doppelte bezahlt wie bei Tom Nook. Ja. Was eigentlich krass, weil er es einfach dort kaufen könnte, von billiger Preis gefühlt. Oder es einfach selbst einfach abrufen könnte. Oh, aus der 100er Busbus machen wir 3.980 Sterne. Ja, das ist tolles Geschäft. Aber es ist wieder Geld. Das ist cool. Er ist zufrieden, ich bin zufrieden. So läuft Handel. Jetzt kann ich mir gleich wieder welche von seinen komischen Samen kaufen. Also ich bin nicht so der Gärtner-Fan, sag es mal klein. Aber ich hole mir mal einmal von diesen Osterlilien, hole ich mir. Nee, ich kaufe davor wirklich nur eins. Nee, sonst war halt nix. Und die pflanzt du einfach mal hier rein. Ja, du musst mal vielleicht hier auf die Seite pflanzen. Hier ist auch eine gute Idee. So, passt doch. Mal sehen, was daraus wird. Ich bin gespannt. So, das haben wir auf jeden Fall mal gemacht. Das war eine Sache, die ich noch unbedingt machen wollte. aber jetzt wäre der Part ein bisschen kurz, wenn wir das beenden wollen. Deshalb wollte ich vorschlagen, dass wir mal bei dem guten alten Tom Nook vorbei, da soll ich schauen, ob man nicht nochmal jetzt wieder irgendwas Neues machen können. Zumindest mal anfangen können, einfach wieder ein bisschen den Weg leiten, dass wir hier aktiv weiterkommen bei der ganzen Geschichte, weil muss ja. Übrigens, der Part, falls das wundert, der kommt heute auch noch am 24.04. online, einfach um den Part von gestern nachzuholen, den ich gestern nicht gebracht habe, kommt ab heute zwei Parts, um es einfach nachzuholen. Muss das sein, ne? Was soll ich tun? Ja, lass mich die Rasten jetzt uns geht zu vollkommenen von Projekt KK erläutern. Also, meine Pforte ist da immer am Puls der Kultur. Ich hab mich da umgehört und der Fall ist klar. Unser Image gehört aufgewertet. Virale Werbung mit selbsttragender Sorgwirkung, das ist der letzte Schrei. Und gute Melinda erzählt die mehr. Sie war es auch, die unsere ganze Marketingdaten ausgewertet hat. Melinda hat ganz geniale Einfälle, wie wir für die finanziellen Insel-Image sofort sorgen können. Eine größere, feste Bewohnerschaft, noch Postkarten, dreifache Umgebung. Die Möglichkeiten sind sehr endlos. Wenn alle mitmachen, können wir Gizeh Island zu einem wahren Inselparadies für Kenner verwandeln. Die Infrastruktur dürfen wir zwar nicht vergessen, aber auch die Optik kommt es an. Das Auge urlaubt mit. Zeigt die Insel mit einem schönen Blumen und Dekorationen fest zu versöhnen. Dann mal allererstes ein Dank für deine werte Mitarbeit. Ja, dann sprichst du mir doch mal die gute Melinda an, die gerade zu einer Putzen ist. Triggerwarnung, wie sich das gehört. Nicht ernst gemeint. Bist du und hält mir. Mein uns Herz und Schwester. Willkommen, David. Falls du nicht mal weißt, ich heißt. Nee, Melinda. Ich weiß nicht mal, wie du heißt. Ich bin vergesslich. Es war, du hast mir jeden Morgen dann. Namen sagen, aber immerhin, sie ist ja fröhlich wie ein Stockkuchen, deshalb, ja, sagen wir mal nicht so. Ich werde die hier auf Gizeh Island betraten, tat seit es denen, das ist schön, ja, in diesem Zeit der Hilfe ist, die bei allen Fragen, ja, das ist doch klar. Ich weiß es, aber wo du gerade da bist, sag doch mal, hast du im Moment irgendetwas, was dir auf den Herzen liegt? Nö, bin versorgt, ja, und ob? Hast mir so aufgeregt, mein allererster Auftrag, oh, da freut es sich. Ah, Snook. Oh je, das wird jetzt leicht unprofessionell, oder? Puh, also dann. Wie kann es dir heute helfen? Neue Insel. Ach, man kann auch hier die Inselmelodie in Inselflagge machen. Na dann. Das ist eine Sache, die wir dann im nächsten Part morgen machen werden. Da habe ich mir direkt auf meine Liste drauf. Inselmelodie und die Flagge. So, was willst du aber machen? Ach, verdammt, ist unser Insel-Image. Ach, jetzt haben wir es hier. Trecker, mein Finger. Wahnsinn. Oh, na, sowas. Also, wenn du über das Insel-Image sprechen willst, bist du bei mir richtig. Ich freue mich sehr darüber. Dann erkläre ich dir schnell, wie du unser offizielles Image-Umfrage-Komitee. Also, das bin ich. Und das ist das Komitee. Jedenfalls, wie das mit dem Image-Umfragen so läuft. Befragt werden Leute von hier, aber auch Besucher. Okay. Und aus all den Antworten wird dann eine Wertung gebildet. 1 bis 5 Sterne. Ganz simpel. Da
Das schließt alles Mögliche ein. Prächtige Natur, hübsche Deko, die strukturelle Fortentwicklung. Schlicht gesagt, das heißt, je mehr Einwohner, je reißer Dekor. Und je schönere Natur, desto mehr Sterne. 5 Sterne ist natürlich die Traumbewertung. Einfach, oder? Und je hübscher, charmanter, gepflegter wir die Insel machen, desto rasser 5 Sterne für uns. Unsere Bewertung beträgt zurzeit 1 Stern. Das hört. Also, die meisten finden, dass man eigentlich noch viel besser machen könnte. Da wäre auch noch was, das würde ich gerne direkt vorlesen. Ich habe seit längerem ein Auge auf diese Insel. Die kennt fast keiner. Hoffe, die wird nie so bekannt. Nun, das war's. Irgendwie scheinen alle Antworten, Moment, die sind ja alle von derselben Person. Uiui, gut, immerhin ist diese Person ja recht zufrieden und so. Aber wir brauchen wirklich dringend mehr Einwohner, die Logik, damit sie unser Ruf nicht komplett wegmachen. Wachstum ist das Gebot der Stunde. Wir müssen dafür sorgen, dass mehr Leute so uns sehen. Mehr Einwohner, mehr Meinungen und mehr gute Publicity. Und die Einwohnerzahl zu erhöhen, müssen wir zuerst zu verkaufende Grundstücke vorbereiten. Sobald es erledigt ist, können wir Leute zum Umzug einladen. Wenn du Grundstücke reservieren möchtest, gehst du Herrn Nook. Befrage ihn zur Infrastruktur. Und fertig, das wär's auch so. Wenn du mal wieder das neueste der Insel-Emits erfahren möchtest, dann frag mich einfach. Kannst du sonst irgendwas für dich tun? Nö, sonst soweit alles Paletti hier auf den. Alles Paletti. Okay, passt, Melinda. Danke für die Antwort. Dann gehen wir doch nochmal so zum Nook vom einen Stuhl. Setzen wir uns auf den anderen. Das ist ein bisschen wie Reisen mit Jerusalem spielen, alleine mit zwei Stühlen. Man kennt es. Total. Willkommen bei der Bauberatung. Ich habe zuerst Trauberatung gelesen. Mein Gott, bin ich wieder durst heute überleben. Was hast du auf dem Herzen? Infrastrukturmäßig. Bitte einfach mal hier wissen, was hier Sache ist. Lass uns reden. Wir können über verschiedene Dinge sprechen. Was hattest du im Sinn? Grundstücksverkauf, glaube ich. Ja. Wobei Brücke aufging auch eine Sache, die ich unbedingt mal wieder machen sollte. Aber sollen wir erstmal nach Grundstücksverkauf. Und du willst also ein Grundstück für ein neues Eigenheim aufsuchen. Ganz vorzüglich. 10.000 Sterne ist doch, falls dann jemand einzieht, erhältst du dafür Meilen. Wäre dir das Rest? Joa, ich habe aber irgendwie gerade keine 10.000 Sterne. Okay, jetzt habe ich auch noch genügend auf der Bank, glaube ich. Dann machen wir das Ganze einfach gleich, sobald ich das Geld von der Bank geholt habe. Dann passt soweit. Und dann kommen wir in ein paar Minuten nochmal wieder. Und ich verlasse eigentlich nicht den Raum, was durchaus eine angenehme Sache ist. So, dann hebe ich auch wieder Geld ab. So, jetzt habe ich noch ein bisschen zur Not gekostet, habe ich auf der Bank, aber viel ist es nicht mehr. Aber ja, macht nichts. Ich will mich ja eigentlich nur hinsetzen. Doch, jetzt geht's. Perfekt. Wir kommen bei der Bauberatung. Und zwar ist jetzt nochmal mitprobieren mit der Infrastruktur. Perfekt. Ja, nämlich der Grundstücksverkauf. Bieten wir es einfach nochmal. Vielleicht klappt es ja jetzt. Na klar. Okay, einfach ein schönes Flexen aus und da hinsetzen und da warten wir, ob im Laufe der Zeit jemand einzieht. Wir machen gleich was weiteres wegen Infrastruktur, wenn wir schon dabei sind. Nämlich über ein Brücken und so weiter. Aufgänge. Die Frage ist, der mir gerade so gedanklich ist. Definitiv eine Brücke, weil es gibt ein paar Stellen, die mich noch übelst nerven. Ja, wir machen immer ab jetzt ein Standardmodell. Das wird dieses schöne hier sein, was nicht so teuer ist. So, ja, ist alle markieren, bla. Also, dann gehen wir jetzt mal ein paar Sachen markieren, so wie ich so immer machen.
Der war's letztes weiß. Was haben wir denn hier alles? Leben, jawohl, nehmen wir doch mal. Komm, ist gratis, nehmen wir alle. Yeah. Na, Karton brauchen wir deshalb nicht. So, dann schauen wir doch mal, wo wir die beiden schönen Sachen unterbringen werden. Das ist eine sehr gute Frage. Aber das werden wir vermutlich mal sehen. Ich hätte mir gedacht, dass wir, gut, das jetzt ist natürlich so eine Brücke, die uns phänomenalerweise hier hinführt. Was mich aber ein bisschen nervt, ist, wenn ich irgendwo aber aus der Welt zum Beispiel hinten unterwegs bin. Dann will ich ja logischerweise auch wieder irgendwo hinkommen. Das Ding ist, da werde ich aber glaube ich trotzdem nichts, trotzdem erstmal anders eine Brücke hinstellen und nicht jetzt. Aber mal sehen, wie ich das am dümmsten mache, denn ich würde eigentlich ganz gern hier irgendwo noch eine Brücke hinstellen, aber da will ja irgendwie was von mir. Hi David, wie ich höre, willst du die Insel einen Auftritt von KK fit machen? KK macht erst die besten Songs. Die Pasten und Sit-Ups und Sorgen zum Einschlafen einfach so ein. Meine ganze Sportler-Karriere beruht quasi auf der Musik von KK. Also danke, dass du ihn hierher holst. Salze, meiner Manager-Qualitäten müssen belohnt werden. Also habe ich hier was Kleines für dich. Also, tust du aus für. Sowas kannst du für dein Training bestimmt gut gebrauchen. Oh, und für die Sache mit KK wohl auch. Dieses Absperrhütchen, yeah. Und unser Teamgeist sollte mehr als genug sein. KK auf die Insel zu holen. Ja, das ist doch zumindest mal eine nette Sache. Vielen Dank dafür. Und was ich jetzt mache, ist, baue in der Tat hier. Ja, doch, hier baue ich eine schöne Brücke hin, weil hier braucht es einfach eine. Das ist Fakt. Nein, ich will die Brücke inbauen. Wo ist denn das Brückenkit? Da ist Hausbrücke-Kit, ich brauche das Brückenbau-Kit. Boah, das ist ja ganz so fordernd hier. Weil hier kann man über keine Brücke hinbauen, das ist so ein bisschen nervig. Das triggert. Natürlich können wir auch eine zu der kleinen Mini-Insel hinbauen. Ja doch, ich baue hier bewusst mal eine hin und dann baust du nochmal eine, die von dort auf die andere Seite geht. Aber ja, die kommt jetzt hier hin. Ja, yeah, wird eine Brücke gebaut. Perfekt. Gut, da seht ihr wieder, diesen Dude hier könnt ihr gerne mal, wenn beim nächsten Community-Part am Montag ein bisschen mit Geld füttern, das freut ihn. Wir würden es auch freuen. Vielleicht machst du am Wochenende auch. Vielleicht machst du am Wochenende ein. Je nachdem, wie ich sage, nee, dieses Wochenende für das Turnier machst du definitiv keinen. Sorry, Leute, aber am Montag, denke ich mal, Abend wird wieder der nächste Community-Part sein. Da werde ich auf jeden Fall wieder einen machen. So, schauen wir doch mal, wo wir noch das zweite Gebäude hin tun können. Ich würde fast sagen. Hier ist noch Platz für mehr. Ja, wieso ist eigentlich einfach genau hier? Mein Gott, dann tun wir es ein paar Meter weiter weg schon, dann müssen wir hin. Super, jetzt haben wir auch am Platz für unser nächstes Haus aufgesucht. Das ist so toll gelegen neben der Brücke und am See. Am See vor allem. Am Fluss. Da werden safe Massen an Leuten hingehen. So, perfekt. Dann sprechen wir nochmal zum Look an, dass wir dies soweit alles erledigt haben. Die nehme ich eine nice Sache, die in der Tat sehr, sehr gut ist. So, hallihallo. Ah, David. Hallo, hallo. Willkommen bei der Bauberatung. Was hast du auf dem Herzen? Eigentlich nix. Nö, grad nix. Ich dachte, er würde bis auf anspressen, aber nö, dann passt ja. Dann spressen wir halt nicht. So, soweit so gut. Damit haben wir doch mal soweit ein Malstein gemacht. Die Brücke dauert ein bisschen, bis sie fertig ist. Meine Hauserweiterung im letzten Part ist eh erst morgen fertig. Deshalb wollte ich vorschlagen, machen wir an der Stelle morgen weiter. Meinen können wir noch schauen, dass wir das in Sachen
Vergesst die Map, muss ich nochmal anschauen. Holen wir uns die Meilen mal für heute. Was fehlt hier? Ach, ein bisschen Leute anquatschen. Na gut, das schaue ich das morgen wieder aktiver mache. Aber ich habe irgendwo noch Meilen. War es holen können oder doch nicht? Ich dachte, wir hätten wieder neue Meilen gehabt, aber. Hab mich ja scheinbar vertan hier. Ja. Egal, machen wir dann das nächste Mal. So, liebe Leute, dann soll es an dieser Stelle, wie gesagt, noch so eine Folge gewesen sein. Morgen, also sprich am Samstag, kommt zwar leider kein Livestream. Wie gesagt, der kommt erst am Montag wieder, aber immerhin kommt wieder ein Video zu Animal Crossing New Horizon, wo wir ein bisschen das Story weitermachen. Ich bedanke mich und ganz herzlich beim Zusehen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ja, genau, also ich bedanke mich jetzt, wie gesagt, beim Zusehen. Eine Sache, die ich noch sagen wollte, weil mir jetzt ein bisschen ein paar Leute schon gefragt haben. Ich plane jeden Tag abends, Montag bis Donnerstag, Animal Crossing zu streamen. Und inzwischen Community Part ja, aber ob ich da auf eure Insel gehe oder ihr auf meine geht, das ist unterschiedlich. Nachdem bei Brüste zum Beispiel verkaufen, wird ja beides gemacht. Also Brüste verkaufen, deshalb bin ich dann inzwischen relativ offen. Also ihr könnt sowohl auf meine Insel kommen, als auf eure, wenn ihr mehr gefragt habt. David, wie ist denn das jetzt? Jetzt wisst ihr Bescheid. Also jetzt sage ich vielen Dank fürs Zusehen. Schaut auf meinen Social Media Kanal vorbei, wie hier auch so schön eingeblendet. Lasst auch gerne, mich würde es aufräumen. Ich freue mich, wenn ihr einfach mal ein Abo da lassen würdet oder den Channel abonnieren würdet. Wie es das natürlich gehört. Und ich bedanke mich so ganz herzlich beim Zusehen, liebe Leute. Glocke aktivieren, dann bekommt ihr die neueste Benachrichtigung, wenn es denn funktioniert. Manchmal funktioniert es, manchmal funktioniert es nicht, man kennt es. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ich bin raus. Und ciao!